Hallo Freunde der virtuellen Realität von Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video und zwar dem allerersten Video zum LS22 auf diesem Kanal. Wir hatten ja gestern einen Livestream gemacht, in dem wir den LS22 angespielt hatten und so ein bisschen den ersten Eindruck festgehalten und ich dachte mir, wer den Titel jetzt schon gelesen hat, na, das ist ja nur mehr als passend. Ich bin ja doch der Typ mit dem RMT-Getriebe und auch derjenige, der immer gesagt hat, wir müssen unbedingt schauen, wie die Getriebe so sind und das interessiert mich am meisten, dass ich das allererste Video, was ich jetzt im LS22 machen werde, über die Getriebe machen werde und zwar nochmal so ein bisschen einen Überblick über die Funktionen, wie real ist das Ganze, wo hängen die Probleme und na, was hat der Modell hier zu meckern. Wir schauen uns das einfach mal an. Und bevor wir da überhaupt mal reinspringen in irgendwas, gehen wir jetzt mal ganz kurz ins Menü und stellen uns das so ein, dass wir das hier vernünftig machen können. Und zwar hier bei den Fahrzeugeinstellungen wollen wir definitiv den automatischen Motorstart deaktivieren, um das Getriebe richtig zu genießen. Das ist definitiv wichtig. Stop-and-Go-Bremsung weiß ich jetzt nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Hat es jetzt in unseren Tests nicht wirklich. Und da müssen wir noch hier in diese Einstellungen gehen und müssen hier schauen, irgendwo hier bei Steuerung den Gangschaltungsmodus von Automatik nicht auf manuell, sondern auf manuell mit Kupplung umstellen, weil wir ja ganz manuell mit Kupplung spielen wollen. So, einen Richtungswechsel haben wir auch auf manuell. Und ja, dann können wir mal direkt loslegen und fangen wir mal an mit dem positiven Ding, beziehungsweise ich weiß nicht so recht, wie ich dieses Video jetzt gestalten soll, weil es wird ein bisschen meckerig sein, aber im Großen und Ganzen bin ich doch sehr froh und sehr zufrieden mit dem, was gekommen ist. Es gibt halt nur ein paar Punkte, aber dazu kommen wir gleich. Na, der erste Punkt ist, wir haben den LS22 und wir haben eine Gangschaltung. Ja, es ist eine Gangschaltung, ist tatsächlich drin im LS22, war jetzt ja auch schon länger bekannt und der Umfang war noch nicht so ganz bekannt und am Anfang haben wir alle so ein bisschen gedacht, ne, oder viele, die so den LS so ein bisschen kennen, haben sich gedacht, okay, das ist halt dann so ein bisschen wie VCA, dass man irgendwie 4 Standardgetriebe hat oder so, aus denen man dann auswählen kann und, aber nein, wir haben eine richtige Konfiguration. In jedem Schlepper ist eine Konfiguration drin, eine richtige Getriebekonfiguration, wo festgelegt ist, ne, wie viele Gänge der hat, wie viele Gruppen der hat und ne, wie die einzelnen Stufen sind und so weiter. Das ist schon mal ziemlich cool. Also das ist einfach, ne, einmal ganz, einfach nur so mal dastehen lassen, ohne weitere Kommentare. Toll. Genial. Freut mich riesig. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar gehen wir dafür jetzt auch mal wieder hier in das Menü rein und schauen mal die Tastensteuerung an. Und dann gehen wir da einfach mal so ein bisschen runter. Und irgendwo hier haben wir nämlich dann die Fahrzeuggangschaltungstasten. Und dann sehen wir, ui, da ist es auch schön. Wir haben eine Kupplung, wir haben Gang hochschalten, Gang runterschalten Tasten, dafür sequenziell. Wir haben aber auch Gang 1 bis 8. 8 mögliche Belegungen für die Gangschaltung, ne, von G27 oder Eigenbau-Gangschaltung. Wir haben Gruppe hoch, runterschalten und wir haben sogar 4 Gruppenbelegungen, falls jemand noch einen zweiten Schalthebel für die Gruppen hat. Na, das ist total genial. Wir haben hier eine Richtungswechseltaste und natürlich Richtungswechsel sogar vorwärts und rückwärts separat, ne, für jemanden wie mich, der hier an der Seite am Lenkrad einen Schalthebel dran hat, zum Vorwärts- und Rückwärts umschalten. Das ist an sich alles schon mal definitiv ein absolutes, positiv, großes Plus. Super gemacht, Giants. Aber wie gesagt, ich hatte am Anfang echt so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein bisschen halb implementiert ist und nur automatisch nutzbar und dann nicht so wirklich für uns realistische Spieler dann gedacht. Aber nein, es ist auch an uns realistische Spieler gedacht. Wir können das alles manuell und das ist toll. Das ist super. Da muss man auch ganz großes Lob anscheinend sagen. Das haben sie super gemacht. Ne? Das ist da jetzt alles dabei und das ist toll. So, ja. Dann sitzen wir jetzt mal in dem Steuer drin und kommen mal zu den negativen Dingen. Wobei ich da nochmal eine kleine positive, total geniale Sache zeigen kann. Guckt einfach mal auf den Gangschalthebel hier. Halt, ich muss erstmal den Motor starten, sonst kann ich keinen Gang anlegen. Hallo, Motorstart. So, da kann der LS jetzt nicht wirklich was dafür. Das ist mein Pedalproblem. Ihr wisst, das ist ja das Wackelkontaktproblem, das ich immer habe. Jetzt geht das. Ihr seht, die Kupplung kann ich treten, die Kupplung bewegt sich auch und jetzt lege ich hier meinen Gang ein. Und das ist doch mal toll. Eine richtige Gangschaltanimation vom Gangschalthebel. Standardmäßig mit drin. Ist das nicht? Doch, das ist cool. Ne? Und da können wir jetzt hier auch sehen, hier geht es hier die Gruppenschaltung rauf und runter. Coole Sache. Total, total coole Sache. Und ja, wir hüpfen nochmal in den Steier, weil der Steier hat einen schönen Sound, an dem kann man das gut demonstrieren, was ich jetzt demonstrieren möchte. Aber wir können uns das jetzt hier auch gleich nochmal angucken. Na, jetzt geht das auch hier mit dem Starten, mit der Kupplung. Das war nur, weil ich die Kupplung nicht treten konnte. So, hier haben wir jetzt das Problem, dass hier irgendwie der Schalthebel nicht... Ah, okay, der große Schalthebel wird animiert. Aber Gänge gibt es jetzt hier keine. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was der in echt für ein Getriebe hat. Wo da jetzt hier der Schalthebel wäre, weiß ich nicht. Aber egal, wir werden es trotzdem in diesem Schlepper hier testen, weil dieser Schlepper, wie gesagt, vom Sound her sehr gut ist. Ich hoffe, ihr könnt den Sound auch gut hören. Ja, beziehungsweise wir machen jetzt hier nochmal, gehen nochmal ins Menü rein und machen hier die Lautstärke, wo auch immer die jetzt ist. Machen die Lautstärke hier nochmal so richtig laut, dass ihr das auch hören könnt. Jetzt kommen wir nämlich zu den Dingen, die ein bisschen traurig sind. Lautstärke gesamt machen wir so auf 100%. Na, der LS ist, der 19 ist sehr leise im Vergleich, der 17 ist sehr, der 22. Der 22 ist sehr leise im Vergleich zum 19. So.
jetzt kommen wir mal zu ein paar Punkten. Wo fangen wir an? Fangen wir mal mit dem ganz kleinen Punkt an, der eigentlich relativ unrelevant ist. Aber wir haben, wenn ich die Kupplung trete, im Leerlauf keinen Lastdown. Ne? Wenn der Motor beschleunigt, haben wir keinen Lastdown, was natürlich ein bisschen schade ist. Ihr hört das. Da kommt nicht wirklich was, ne? Da hört man nicht wirklich was. Das ist eben der Offload. Und das ist natürlich schade, weil na, wenn man Motor im Leerlauf beschleunigt, hat man ja trotzdem richtiges Brummeln. Wenn ich jetzt hier unter den Gang einlege und losfahre, dann können wir hören, haben wir einen ganz anderen Sound. So, jetzt kommen wir zum ganz großen Problem. Ich mache das jetzt mal so, dass wir unten die Kupplung sehen. Ne? Ihr könnt hier sehen, die Kupplung. Und ich werde jetzt mal langsam die Kupplung rauslassen. Ihr guckt mal, was passiert. Ne? Was sollte jetzt passieren, wenn ich jetzt langsam die Kupplung da rauslasse? Ne? Der Schlepper sollte anfangen zu fahren. Wir haben ja ne, knapp 800 Umdrehungen, Motorumdrehungen im Leerlauf. Ich habe im ersten Gang, der ist schön langsam. Da müssen wir jetzt eigentlich mit der Schlepper jetzt anfangen zu fahren. Ich lasse die Kupplung langsam raus. Und der Motor ist abgewürgt. Nichts ist passiert. Er fährt nicht. Motor ist abgewürgt. Und zuerst dachte ich, okay, der Schlepper hat untenrum einfach vielleicht ein bisschen wenig Drehmoment. Ist vielleicht einfach falsch eingestellt. Also gebe ich ein bisschen Gas. Ne, geben wir jetzt so ein bisschen Gas. Lassen die Kupplung langsam raus. Perfekt. Er fährt. So. Jetzt fahren wir hier meinem ersten Gang in Vollgas. Und jetzt gehe ich einfach mal komplett vom Gas. Ne, könnt ihr unten sehen, da ist das Gaspedal. Da seht ihr, wie ich mit dem Gaspedal mache. Ne, ich gehe jetzt komplett vom Gas. Schlepper abgewürgt. Ja, das ist ein ganz riesengroßes Manko, wo ich absolut nicht verstehen kann, wie man sowas machen kann. Das ist das, was mich tatsächlich am meisten irritiert bei der ganzen Sache. Sobald man vom Gaspedal geht, ich dachte erst, na, das Drehmoment ist irgendwie komisch oder so. Nein, sobald man vom Gaspedal geht, hält der Schlepper an. Der Schlepper fährt nicht im Leerlauf, sondern sobald man vom Gaspedal geht, hält der Schlepper an. Da wird dann irgendeine Bremse aktiv, der bremst den Schlepper, das Ding hält an und zwar ziemlich zügig. Und also auch wenn ich jetzt hier in den höheren Gang schalte und ziemlich zügig unterwegs bin. So, jetzt gehen wir einfach mal runter vom Gas. Ne, er bremst ziemlich runter. Und steht. Warum? Ich verstehe es nicht. Ne, ich kann es verstehen, wenn man jetzt hier quasi im Automatikkupplungsmodus spielt, also ohne manuelle Kupplung. Für jemand, der kein Kupplungspedal hat. Dann macht das natürlich Sinn, dass der Schlepper anhält, wenn man komplett vom Gas geht, weil man den ja sonst nicht anhalten kann. Da kann ich das nachvollziehen, dass man das macht, dass man sagt, okay, wenn man komplett vom Gas geht, dann hält der Schlepper einfach an und die Kupplung öffnet sich. Weil, macht ja Sinn, ne? Ist ja vollkommen sinnvoll, dass man einen Schlepper dann eben auch ohne Kupplungspedal vernünftig spielen kann. Ja, das ist okay, das kann ich verstehen. Aber mit manueller Kupplung. Mit manueller Kupplung macht das keinen Sinn, dass der Schlepper anhält, sobald man vom Gas geht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich überlege mir, wer das reinprogrammiert hat, ob die das nicht zu Ende gedacht haben oder ob das Leute sind, die immer nur Automatikautos gefahren sind. Weil in jedem Auto, man muss ja kein Schlepper gefahren sein, in jedem Auto ist es ja so, ne, wenn ich vom Gas gehe und einfach rollen lasse, dass der Schlepper bzw. das Auto dann weiterfährt. Ne? Und wenn ich jetzt hier ganz minimal Gas gebe, ne, sodass die Drähte ein bisschen, ne, dass das Gaspedal nur ein bisschen gedrückt ist, dann seht ihr, dann fährt er wunderbar weiter auf wenig Gas, das ist alles gar kein Thema. Ne, sogar ganz knapp unter, ne, fast 800 Umdrehungen, ich gebe jetzt minimal Gas, es wirkt nichts ab, es ist perfekt, alles ist gut. So müsste es halt auch sein, wenn ich jetzt komplett das Gaspedal loslasse. Ne? Jetzt ist es wirklich nur noch so 5% durchgedrückt und das geht jetzt und jetzt lasse ich es los. Und dann hält der Karren an und wirkt ab. Es ist vom Fahren her so irritierend, so dermaßen irritierend, weil na, man geht ja oft vom Gas, lässt den Schlepper einfach rollen und dann bremst die Kiste und hält an. Es ist dermaßen irritierend. Na, man muss wirklich immer minimal das Gas durchtreten, dass der Schlepper nicht anhält und ausgeht. Das ist wahnsinnig irritierend. Also das soll nicht anhalten, das soll nicht bremsen. So, diese lange irritierende Sache ist mal weg. Wir hüpfen jetzt einfach mal in einen anderen Schlepper rein. Beziehungsweise gucken wir uns jetzt hier mal das Line-Up an. Ich habe jetzt hier ein paar Schlepper mit manuellem Getriebe, bis auf den letzten, das ist ein Automatikgetriebe. Da hüpfen wir jetzt mal ganz schnell rein. Da wollte ich nämlich eben nur mal zeigen, das ist stufenlos. Und wir haben hier ne, einfach nur DNR, also vorwärts und rückwärts, wir haben keine einzelnen Stufen. Wir haben auch, soweit ich weiß, bei den Fans keine einzelnen Stufen, das heißt, stufenlos ist stufenlos. Und das ist fertig im Grunde ganz normal, wie man es aus dem LS kennt, vom Fahrverhalten. Na, da ist nicht wirklich was anders. Wir haben jetzt natürlich einen Shuttle, einen Reverser schon drin. Das heißt, ich kann jetzt hier manuell vorwärts, rückwärts mit meinem Hebel am Lenkrad. Das ist natürlich cool, das hat man im LS19 so auch nicht. Aber ansonsten ist da hier nicht so viel, aber ich wollte das nur mal ganz kurz reinbringen. So. Wie gesagt, ganz groß irritierender Punkt, dass der Karren einfach bremst, sobald ich vom Gaspedal gehe. Das sollte, wenn die manuelle Kupplung aktiviert ist, nicht sein. Das sollte definitiv nicht sein. Ich weiß nicht, ob das nicht bedacht wurde, ob das ein Fehler ist oder was da los ist. Aber ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass sich Giants das noch annimmt oder dass Giants das noch ändert. Weil das macht einen riesengroßen Unterschied. Das ist ein ganz großes Problem einfach vom Fahrgefühl. Das passt einfach nicht, wenn man da vom Gas geht und der Schlepper bremst und anhält. Das passt einfach nicht. Und wie gesagt, wenn ich mit manueller Kupplung voll manuell fahren möchte, dann möchte ich den Schlepper manuell abbremsen, wenn ich will, dass er bremst. Und dann soll er weiterrollen, auch im Standgas. Natürlich, wenn
ich im höchsten Gang im Sandkassenberg hochfahre, dann packt er das vielleicht nicht und wirkt ab. Und das ist ja auch zum Beispiel eine ganz schöne Sache, dass man tatsächlich den Motor abwürgen kann. Das finde ich genial. Dann sind wir wieder zwei Daumen hoch für Giants, dass sie das wirklich eingebaut haben, dass man den Motor abwürgen kann. Finde ich super. Finde ich super. Hieß nämlich im Voraus immer, ja, Motor kann man nicht abwürgen. In den ganzen Reviews haben alle gesagt, ja, Motor kann man nicht abwürgen. Nein, Motor kann man abwürgen. Perfekt, super. Aber wie gesagt, das wäre einfach schön, wenn das nicht, also vor der Gaspedalstellung. Das wäre schön. So. Jetzt kommen wir mal noch zu ein bisschen weiteren Punkten, bevor ich jetzt mit totalen Rage rede. Wir haben natürlich noch ein Problem, wir hüpfen jetzt mal in den MF rein. Wir haben natürlich noch ein Problem mit der Gaspedalstellung. Und zwar ist das, dass die Gaspedalstellung nicht analog ist. Ne? Hier unten ist ja das Gaspedal. Und dieses Gaspedal hier unten, könnt ihr jetzt sehen, wie das sich bewegt? Das ist komplett analog dazu, wie ich das mache. Wenn ich hier halb durchdrücke, geht das Gaspedal hier am Boden auch halb durch. Das ist perfekt. Aber die Motordrehzahl passt dazu nicht. Ne? Ich drücke jetzt mal ein bisschen. Und ihr seht, wir haben jetzt 1000 Umdrehungen. Ich drücke ein bisschen mehr. Und ihr seht, man mit 1200 umdrehen. Ich drücke noch ein bisschen mehr. 1400. Noch ein bisschen mehr. 1600. Ne? Alles schön. Alles gut. Alles super. So. Denkt mir ja anders. So soll das sein. So ist das perfekt. So möchte man das haben. Genauso wie es sein soll. So, jetzt legen wir auch mal einen Gang rein und fahren mal los. Und jetzt seht ihr, ich gebe hier unten fast kein Gas. Und der Flapper hält fast an. Dann gebe ich ein bisschen mehr Gas. Und der Flapper beschleunigt voll hoch. Das ist nicht mehr, ne, das ist, das passt nicht. Ich gebe fast kein Gas, ne, seht, das wäre Vollgas. Ich gebe hier nur minimal Gas und ihr könnt trotzdem sehen, wie die Drehzahl, ne, ziemlich weit hoch geht. Wenn ich so ganz klein bisschen mehr Gas gebe, dann geht die voll ins Vollgas hoch. Müsst ihr nur ein Momentchen warten, ne, das seht ihr, beschleunigt immer weiter, fast auf Vollgas. Ne, und ich gebe fast kein Gas. Jetzt bin ich, ne, ein bisschen weiter und ihr seht Vollgas und ihr seht, wie viel Pedalwerk da theoretisch noch wäre. Und, ne, der Flapper fährt Vollgas. Das ist absolut nicht, das Gaspedal funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das ist ein Problem, was wir eigentlich in den bisherigen LS auch immer schon hatten. Das ist immer schon so, dass man mit dem Gaspedal, mit der Gaspedalstellung, nicht die Geschwindigkeit vorgegeben hat in den vorherigen LS, sondern die Drehmomentübertragung. Das bedeutet, wenn es schwer gegangen ist, ne, wenn der Flapper schwer anfahren musste, dann hat man mit wenig Pedalstellung wenig erreicht. Wenn der Flapper aber leicht angefahren ist, hat man quasi mit wenig Pedalstellung und ein bisschen Geduld. Beziehungsweise hat damit einfach nur festgelegt, wie schnell der Flapper auf Vollgas beschleunigt. Ne? Selbst mit minimaler Pedalstellung konnte man in den bisherigen LS auch immer schon fast immer auf Vollgas kommen, weil eben, ne, die Pedalstellung nicht festlegt, wie weit das Gaspedal durchgedreht ist, ne? Wie die Drehzahl vom Motor sein soll, sondern wie viel Drehmoment übertragen werden soll. Das ist einfach, das ist verkehrt. Und das war bisher im LS nicht ganz so wahnsinnig schlimm wegen den Getrieben. Hier wenig hatten, jetzt haben wir aber ein Getriebe und es ist eben nun mal so, dass bei einem Flapper das Gaspedal ist 1:1, das geht auf die Einschubspumpe und wenn ich Halbgas gebe, dann dreht der Flapper auch wirklich exakt die halbe Drehzahl. Ne? Denn Flapper ist ein dreifach geregelter Motor im Grunde, der hat eine Leerlaufregelung, der hat eine Maximalregelung und der hat aber auch eine akkurate Regelung im Drehzahlbereich. Man möchte ja immer mit dem Flapper exakt fahren. Ne? Beim Auto ist es ein bisschen anders. Beim Auto ist es tatsächlich so, dass Dieselmotoren im Auto sind ein bisschen anders geregelt. Da kann das tatsächlich passieren, dass eben das Gas, man das Gas nicht ganz durchdreht, aber trotzdem der Motor schon hoch beschleunigt oder so. Aber beim Flapper ist das nicht so. Beim Flapper, wenn ich 50% Gasstellung gebe, dann muss der Motor 50% Drehzahl geben. Alles andere ist Blödsinn und das ist jetzt hier leider so. Und das ist der zweite Punkt, der das Fahrgefühl ein bisschen merkwürdig macht, weil man kann jetzt hier, ne, es ist ganz schwierig hier wirklich, weil ich gebe ein bisschen vom Gas, dann ihr seht das, ne, wie die Drehzahl springt. Bisschen Gas gebe ich, geht die Drehzahl fast hoch. Gehe ich ein bisschen vom Gas, dann kommt die Drehzahl komplett wieder runter. Also es ist wahnsinnig schwierig zu dosieren, wie viel Gas man letzten Endes haben möchte. Na, das ist das zweite große Manko, was wir haben. Wie gesagt, dass das Gas einfach falsch berechnet wird, die Gaspedalstellung. Wie gesagt, wenn ich die Kupplung drehe, dann passt das, dann ist die Drehzahl exakt da, wo ich das Gaspedal habe. Aber sobald der Flapper fährt, wird eben aus dem Gaspedal ein Drehmomentpedal und das ist eben bei einem manuellen Getriebe absolut falsch. Und ja, das ist etwas, was ich damals im 19er und im RMT auch schon gefixt hatte. Und da ist es da, dass das Gaspedal auch wirklich die Drehzahl festgestellt hat. Und das ist halt ein ganz anderes Fahrgefühl. Und das fehlt hier leider auch. Das wäre schön, wenn auch das noch behoben werden würde, wenn das noch anders wäre. Weil das ist halt auch ein Punkt, der das Fahren schwierig macht. Der das Fahren schwierig macht. So, damit hätten wir das auch erledigt. Dann werde ich jetzt mal nochmal ganz kurz in den Steuer rüberhüpfen, weil ich an diesem Steuer etwas zeigen kann, was jetzt nicht direkt die Gangschaltung angeht, sondern den Sound. Aber das ist natürlich mit der Gangschaltung, hängt natürlich mit der Gangschaltung zusammen. Na, wir schauen jetzt mal unten. Wir haben ja hier die Drehzahl und wir haben dann den Sound. Jetzt gebe ich hier mal Vollgas und jetzt beobachtet ihr mal den Sound und die Drehzahl. Und ich sage jetzt mal nichts.
So, ich weiß nicht, ob man das wirklich so gut sehen konnte im Video, aber die Sound-Drehzahl hängt ein bisschen hinter der eigentlichen Drehzahl nach. Na, wenn ich hier Gas gebe, dann kommt schon Last-Sound, aber die Drehzahl, der Pitch vom Sound geht erstmal noch ein Stückchen runter. Und das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das heute schon irgendwie anders ist als gestern. Ich weiß es nicht, ne? Gestern im Livestream war das ganz extrem. Ob das jetzt ein Update gegeben hat oder ob man das mit einem schweren Anhänger testen muss. Aber das ist zumindest auch so ein Punkt, die Drehzahl vom Sound ist ein bisschen gesmoothed, ne? Die hängt ein bisschen hinterher. Das sorgt auch dafür, dass man natürlich kein Zwischengas geben kann, abgesehen auch von der Tatsache, dass man nicht wirklich, dass man keinen Last-Sound hat, sobald man im Leerlaufgas gibt. Ja, es ist ja hier kein Last-Sound. Habe ich jetzt wieder... Ne, Kupplung geht. Okay, ich kann... Warum kann ich jetzt kein Gas geben? Ah, jetzt geht's. Es hat sich... Also das ist auch zum Beispiel ein Punkt. Manchmal hängt das Getriebe irgendwo in einem Rückwärtsgang oder so und dann kann man kein Gas geben. Ja, jetzt bin ich im Rückwärtsgang, ihr seht das. Und bin zwar eigentlich in Neutralstellung, aber ich war gerade im Rückwärts und dann kann ich mit dem Gaspedal kein Gas geben. Ich weiß nicht, ob das weg ist, wenn man das Stop-and-Go-Bremsung deaktiviert, aber das ist ein bisschen merkwürdig. Sobald ich fahre, kann ich dann natürlich Gas geben. Aber wenn ich stehe, kann ich dann halt im Leerlauf kein Gas geben. Wenn ich jetzt wieder auf Vorruf umschalte, dann geht das. Aber na, ihr seht das, das ist kein Last-Sound. Und die Drehzahl reagiert auch zu langsam, als dass man Zwischengas geben könnte. Ne? So. Ein bisschen geht's, aber es ist ein bisschen langsam. Vor allem, wenn es hier ein bisschen tiefer noch ist. Ja, ich weiß nicht, wenn man wirklich Last-Sound hätte im Leerlauf, dann könnte es sein, dass man tatsächlich Zwischengas geben könnte. So ganz so langsam ist es nicht, aber ein bisschen langsam reagiert schon. Ja, aber das sind also eher so Kleinigkeiten, die man mit Sicherheit fixen kann. Die anderen Punkte sind definitiv größere Punkte. Und jetzt kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Zum allerletzten Punkt, deswegen habe ich hier auch die ganzen Schlepper fest hier hingestellt, weil ich nämlich einfach mal zeigen wollte, dass so manche Sachen nicht so ganz Sinn machen von den Getriebekonfigurationen. Das ist jetzt reine Einstellungssache der Getriebekonfiguration. Da sieht man halt, dass die Leute, die diese Getriebe gemacht haben, diese Konfiguration in der XML, nicht unbedingt immer gewusst haben, wie diese Flapper in echt gewarnt und geschaltet wird. Das werden wir sie mal ganz kurz zeigen. Das ist aber nicht, das ist wirklich eine Konfigurationsänderungssache im Grunde. Aber das haben wir halt auch noch. So, jetzt habe ich gerade festgestellt, dass ich den Aufnahmeknopf nicht gedrückt habe und hier irgendwie 10 Minuten so vor mich hingequasselt habe. Jetzt versuchen wir das nochmal. Ja, wir waren hier gerade bei diesen Konfigurationen der Getriebe, ne? Und ich mache jetzt hier mal den Motor an, weil sonst kann man nicht schalten. Und hier haben wir beim John Deere halt das, dass wir beim John Deere original das schon verkehrt rum haben, ne? John Deere sagt, zu dem, was eigentlich Gänge sind, Gruppen und zu dem, was Gruppen sind, Gänge. Wir haben hier einen Schalthebel, da außen, wo so A, B, C, D, E steht, das ist der Schalthebel. Und hier unten der kleinere gelbe Hebel, wo 1, 2, 3, 4 steht, das sind die Gruppen. Aber bei John Deere ist das andersrum. Ne? Gruppen A bis E kann man schalten und Gänge 1 bis 4 ist quasi die lastschaltbare Gruppe. Und ja, Giants hat das nicht gewusst und entsprechend ist das hier natürlich jetzt verkehrt rum. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem kleinen Knöpfchen fürs Rauf- und Runterschalten der Gruppen hier schalte, dann könnt ihr sehen, bewege ich damit den Schalthebel. Und wenn ich jetzt hier mit meinem Schalthebel schalte, könnt ihr sehen, bewege ich damit den Gruppenhebel. Und ja, das ist einfach so eine Eigenheit bei John Deere. Bei John Deere ist das einfach verkehrt herum. Und das ist halt, da müsste man einfach nur in der Konfiguration rumdrehen. Na, einige Leute haben sich am Anfang befährt, das ist voll doof. Man muss die Input-Bindings ändern und so weiter. Jetzt mal, wenn man den Schlepper einsteigt. Aber eigentlich liegt es nur an der Konfiguration. Eigentlich müsste man nur die Konfiguration rumdrehen und dann passt das. Ne? Das, was jetzt Gänge sind, zu Gruppen machen, das, was zu Gruppen ist, zu Gänge machen und dann wäre das ideal, dann passt das. Mehr muss man da nicht machen. Was allerdings hier ein bisschen komisch ist bei diesem Schlepper, der hat ja einen Reverse hier an der Seite und der ist eigentlich automatisch. Das heißt, wenn ich den Hebel rummache, brauche ich eigentlich die Kupplung nicht drücken. Aber es geht nicht. Ne? Der Schlepper wirkt ab, funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch mache oder was da los ist, aber es habe ich bisher nicht geschafft, dass... oh, jetzt hat es funktioniert. Warum funktioniert das jetzt? Gestern hat es nicht funktioniert. Ey, dann kam doch ein Update. Ha, super, okay. Problem gelöst. Ja, man muss definitiv Gas geben, weil wenn man vom Gas geht, dann wirkt es den Schlepp ab. Weil, ja, ne, wenn Gaspedal nicht gedrückt, ihr wisst ja, dann Bremsung und Schlepp abwürgen. Aber es funktioniert. Gestern ging das nicht, gestern haben wir das probiert. Ich habe das Gas durchgedreht und so weiter und der Schlepper hat einfach, wollte nicht umschalten. Coole Sache. Ja, dann kam doch tatsächlich irgendwie heute Nacht nochmal ein Update oder sowas. Perfekt. Okay, das ist schon mal weg, das Gejammer. Weil sonst hätte ich gesagt, irgendwie habe ich keinen Schlepper, wo der Reverser funktioniert. Aber nee, funktioniert. Sehr schön. Und funktioniert auch gut. Ne? Also kann man nichts sagen. Wir schalten jetzt hier mal ein bisschen hoch. Guck mal, was passiert, wenn wir in höheren Gang den Reverser einlegen. Funktioniert. Ah, sehr schön. Okay, kann man nicht meckern. Alles gut. So. Ja, genau. Ne? Beim John Deere mit der Power-Lastschaltung hier, da haben wir ein bisschen ähnliche Sache. Halt. Eigentlich wollte ich hier reinhüpfen.
Okay, was will dir mir den Waldra zeigen? Ja, bei den Waldra haben wir eh so ein bisschen, bei dem ist eigentlich auch alles gut. Ne? Wir haben hier die Gruppenschaltung. So. Und wir haben hier die Gangschaltung. Und wir haben hier ne, den Reverser. Und ich glaube, der Waldra hat auch keinen Power-Reverser. Ja, da muss die Kupplung betätigt werden. Das ist aber wohl realistisch. Das ist wohl die Version, die das in echt auch noch nicht hat. Ja, da kann es ne, kann ich ändern, weil eine Kupplung muss betätigt sein. Also ich glaube, das ist bei dem realistisch, weil das macht man hier in diesem großen Hebel an der Seite. Und wie gesagt, das muss bei dem so. Bei dem Waldra gibt es auch nichts zu meckern, das funktioniert echt ganz gut. Es ist schade, dass der lange Hebel da nicht animiert ist für die Reverser-Schaltung. Aber ansonsten ist das ja alles hier wunderschön animiert. Ach, das ist traumhaft. Kann man auch nicht meckern, alles gut. So, dann hüpfen wir mal hier rüber in diesen Karren hier. Dort haben wir so ein bisschen den Punkt, ne, dass wir hier eigentlich ein Lastschaltgetriebe haben, ein Volllastschaltgetriebe. Und wenn ich jetzt hier das mit meinem Ganghebel schalte, dann kann ich halt, ich mach mal hier vorwärts, Moment, wo ist er, da ist er vorwärts, so. Bitte vorwärts. Jetzt hängt das wieder im Rückwärtsgang drin. Manchmal ist das, dass das, jetzt haben wir es wieder, okay. Also, manchmal ist das so, dass das Getriebe im Rückwärtsgang hängen bleibt. Dann muss man irgendwie Neutralstellungen und rein- und rausschalten und dann nochmal umschalten, dann geht's wieder. Ja, aber ich kann jetzt hier quasi mit meinem Schalthebel bis zur Stufe 8 hochschalten. Aber mehr habe ich ja nicht. Und der Flapper hat ja irgendwie 15 Stufen oder so. Dann muss ich quasi den Ganghebel in Neutralstellung machen und habe ich jetzt auf der Tastatur für Hoch- und Runterschalten jeweils eine Taste. Und mit der kann ich das jetzt schon hier schön durchschalten. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn das anstattdessen auf der Gruppe liegt. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass man eine Konfiguration nur mit Gruppenschaltung ohne Gänge macht. Das weiß ich nicht, ob das geht. Das ging bei RMT ja auch nicht. Aber das wäre cool. Weil wie gesagt, dass uns die meisten Leute ja zwei Knöpfe in dem Schalthebel haben, womit sie dann rauf und runter schalten können. Und das haben wir jetzt hier halt in dem Fall dann das Problem, dass wir auf die Tastatur umgreifen müssen. Sonst ist an dem auch alles schön. Und übrigens der Flapper, ich mag den, der ist so schön. Ja, genau, dann haben wir hier bei dem Büro haben wir noch so ein bisschen eine Sache, wo mich ein bisschen wundert. Und zwar haben wir hier, wenn wir jetzt mal einen Gang einlegen, dann sehen wir, dass wir auf dem Gangschalthebel eigentlich einen R-Gang haben. Aber in diesen R-Gang komme ich nicht mit dem Schalthebel, sondern in diesen R-Gang komme ich ganz normal mit dem Reverser. Na, wenn ich jetzt quasi den Reverser umlege. Okay, komme ich nicht. Hier habe ich wieder das Problem, dass es hängt. Okay, ich muss tatsächlich in Neutralstellung, dann kann ich hier in den Rückwärtsgang gehen. Okay, und es gibt auch... Ah, jetzt habe ich das erst kapiert. Ich habe mich schon gewundert. Jetzt habe ich das erst kapiert. Wenn ich jetzt hier mit dem Reverser umschalte, zwischen Vorwärts und Rückwärts, jetzt habe ich im Moment den ersten Gang. Ist da, wo bei mir im Getriebe, Gangschalthebel der erste Gang ist, ne? Zweite, dritte, vierte, fünfte... Ja, so, wenn ich jetzt in den Rückwärtsgang will, dann muss ich in die Neutralstellung gehen. Dann muss ich mit dem Reverser oder halt mit dem Umschalthebel für vorwärts, rückwärts umschalten, dass ich auf rückwärts komme. Und dann bin ich im ersten Rückwärtsgang. Und dann kann ich theoretisch auch den ersten Rückwärtsgang mit meinem Gangschalthebel ein- und auslegen. Wenn ich jetzt hier den ersten Gang von meinem Schalthebel einlege, komme ich jetzt hier in den ersten Rückwärtsgang. Wenn ich den rausnehme, komme ich wieder raus. Aber ich komme halt nicht mehr in die Vorwärtsgänge, ohne dass ich mit dem Reverse wieder umschalte. Das ist natürlich ein bisschen umständlich, das ist schade. Wäre cool gewesen, wenn das so bei RMT wäre, dass jetzt der erste Rückwärtsgang hier dann tatsächlich auch da liegen würde, wo der erste Gang wäre oder so. Das ist halt das ist ein bisschen eine Kleinigkeit, die schade ist. So, und dann kommen wir noch zu einem dritten Punkt, die schade ist. Dafür hüpfen wir mal in diesen Flapper hier rein. Wenn wir hier mal gucken, wir haben hier im Getriebe, haben wir hier ne, die Schaltung H, L und M. Und dann haben wir Gang 1M, Gang 2M, Gang 3M. Gang 1H, Gang 4M, Gang 2H, Gang 3H und Gang 4H. Wir haben jetzt also 8 Gänge auf diesem Schalthebel. Einmal in M und einmal in H. Und ich würde einfach mal vermuten, ne, von dem Schaltschema, wie man das hier so sieht, dass wir hier eine 4-Gang-H-Schaltung haben mit einer Splittergruppe. Und dadurch haben wir dann theoretisch 8 Gänge. Aber es gibt im LS, soweit ich das sehen konnte, keine zwei Gruppensets. Das heißt, wir haben keine Belegung für zwei Gruppensets. Wir haben keine Möglichkeit, in der XML zwei Gruppensets anzugeben. Das bedeutet, dass es ganz viele Schleppekonfigurationen nicht realistisch umsetzbar sind. Weil theoretisch hätten wir jetzt hier 4 Gänge und ein Gruppenset für H und M und dann eben nochmal eine Gruppenschaltung für die manuelle Gruppenschaltung. Haben wir hier aber nicht. Und das ist ganz traurig. Ne? Beim AcroStar zum Beispiel, beim AcroStar ist es ja so, mit dem Powermatic-Getriebe oder wie das heißt, dass wir 6 Gänge haben. Dass wir H, L und S haben, also nur die großen Gruppen. Und dass wir dann noch eine Lastschaltstufe haben, schnell, langsam, die eben auch noch auf dem Gangschalthebel sitzt. Und das sind im Grunde ne, Gänge, 6 Stück, ein Gruppenset für ne, die großen Gruppen und ein Gruppenset für die Lastschaltstufe. Und wir haben halt eben jetzt MLS keine zwei Gruppensets. Das heißt, dieses AcroStar-Getriebe kann man nicht realistisch umsetzen. Man muss dann auf die Lastschaltstufe verzichten und die weglassen, weil es dafür keine Möglichkeit gibt. Und das ist auch richtig, richtig schade. Das fehlt definitiv.
So, jetzt würde ich aber mal sagen, es wird Zeit für ein Gesamtfazit. Wenn man das jetzt so alles in allem betrachtet, was sagt der Modellierer dazu, ne, der RMT-Spezialist? Gut, positiv. Positive Dinge definitiv. Wir haben Getriebe, ist super. Wir haben Getriebe mit eigenen Konfigurationen in jede XML. Super. Wir haben funktionierende Reverser soweit. Super. Wir haben Belegungen für Gänge, für Gruppen. Super. Wir haben, ja. Gut, jetzt fängt es halt so ein bisschen an, wo die Sachen, die super sind, ein bisschen weniger werden. Genau. Wir haben leider nur ein Gruppenset, was ganz viele Getriebe nicht realistisch umsetzbar machen lässt. Wir haben das Problem mit dem Gaspedal, dass sobald ich das Gaspedal komplett loslasse, der Flapper bremst und anhält in der manuellen, im vollen manuellen Modus, was eigentlich so nie sein sollte, meiner Meinung nach, was schade ist. Wir haben das Problem, dass das Gaspedal nicht die Drehzahl, sondern das übertragene Drehmoment darstellt, was das Fahrgefühl extrem merkwürdig macht, was definitiv auch so nicht sein sollte. So, das sind die drei großen Probleme. Dann haben wir noch, wie gesagt, die kleinen Probleme, dass halt manche Konfigurationen hier nicht so ganz passen. Das ist halt was, das könnte scheint theoretisch per Patch fixen. Man kann aber den Karren auch einfach als Mod machen und sich da selber fixen. Das ist eine Kleinigkeit, ne? Und dann haben wir noch die Sache mit dem Sound, dass der Sound so ein bisschen hinterherhinkt. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass das schon ein bisschen besser wurde jetzt irgendwie mit einem Update oder so. Schauen wir mal, ne, ob da was da machbar ist und wie das vielleicht dann ist, wenn man einen Mod macht, ob man da Einfluss dann drauf hat oder so. Schauen wir mal. Ja, genau. Wie gesagt, im gestrigen Patch hat das so hinterherging, dass das überhaupt nicht synchron war. Ihr könnt das im Livestream sehen, dass es wirklich halt die Drehzahl vom Flapper im Grunde schon bei 2200 Umdrehungen war, aber der Sound ist immer noch 1-2 Sekunden fast gefühlt noch beschleunigt hat. Das war jetzt ja in unserem Test heute nicht mehr so. Ich bin mir nicht sicher, ob sich da jetzt wirklich was mit dem Patch geändert hat oder was da los ist. Das werden wir definitiv weiterverfolgen. Ja, also ganz großes Fazit zur Gangschaltung im LS. Es ist super, wie es ist. Es ist aber definitiv verbesserungsbedürftig. Und diese drei großen Punkte, beziehungsweise, ne, im Grunde eigentlich nur zwei große Punkte, dass das Gaspedal wirklich die Gasstellung und nicht die Drehmomentstellung festlegen würde und dass der Flapper nicht bremst und anhält, sobald man das Gaspedal loslässt. Das wären zwei ganz große Punkte, die definitiv für die manuelle Schaltung, wobei die Gaspedalstellung müsste eigentlich für alle Schaltmodi geändert werden. Aber dass der Flapper nicht mehr bremst, wenn man vom Gas geht, müsste eigentlich für die manuelle Sache deaktiviert werden. Ansonsten macht das keinen Spaß und auch keinen Sinn. Also das ist ein ganz großer Punkt, der definitiv gefixt werden muss. Und wenn Giants das nicht macht, dann muss da wohl ein Mod ran. Aber ich hoffe sehr, dass Giants das macht, sodass eben auch wirklich alle Leute dann haben. Und ja, das ist so eine ganz große, ganz, 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 ganz große Kritikpunkt an der ganzen Sache. Alles andere ist wirklich eher Kleinigkeiten und ist eigentlich so im Großen und Ganzen ganz in Ordnung. Ne? Der einzige Kleinigkeitenpunkt, der wirklich groß ist, ist, dass man keine zwei Gruppensets hat. Ansonsten kann man mit allem anderen kann man arbeiten. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Getriebe. Wie gesagt, abgesehen von diesen zwei großen Punkten, die eben das wirklich fast unspielbar machen für mich persönlich. Das klingt jetzt ein bisschen drastisch, ist aber einfach so, wenn man einen Schlepper so fahren möchte wie in echt, dass man ihn ausrollen lässt und so weiter, das ist halt schwierig. Und wenn man dann auch noch mit dem Gas so ganz fein spielen muss, weil man nicht die Gaspedalstellung, sondern die Drehzahl, dann macht das doppelt schwierig. Ich habe jetzt auch nichts gefunden, dass man Handgas irgendwo einstellen könnte. Wäre natürlich auch cool, aber ja. Wie gesagt, das ist jetzt so das Fazit. Gangschaltung definitiv brauchbar. Die zwei Sachen müssen gefixt werden und wenn das Giants nicht macht, dann muss das ein Motto machen, weil anders kann man das nicht fahren. Ich hoffe sehr, dass Giants das noch macht. Und alle anderen Sachen sind Kleinigkeiten, die schön werden, wenn sie gefixt werden oder wenn das dann Mod-Technik mal ein bisschen angepasst werde. Und ansonsten ist das eigentlich ganz brauchbar mit der Schaltung. Und ich bin natürlich froh, dass schon mal eine Schaltung so weit drin ist. Na, die Kupplung scheint auch relativ analog und relativ brauchbar zu sein. Vom Gefühl her, die kommt sehr früh, also die greift sehr früh. Bei 50% Kupplung rauslassen, beißt sie schon richtig fest. Und ja, mit der Gaspedalstellung kann man das jetzt aber nicht so wirklich testen am Berg anfahren, weil man eben nicht so fein Gas geben kann, dass man wirklich mit Kupplung und Gas spielen kann. Von daher, wenn das mit dem Gas gefixt wäre, könnte man auch die Kupplung wirklich testen, ob die Kupplung gut funktioniert. Sie ist jedenfalls nicht ganz schlecht und sie ist analog. Na, am Anfang hat die einige gesagt, die Kupplung ist nicht analog, das ist nur ein Schalter. Nein, die ist tatsächlich analog. Man kann die wirklich ein bisschen schleifen lassen, aber eben dann mit dem Zusammenspiel mit dem Gas und so weiter ist alles ein bisschen merkwürdig. Da muss definitiv nochmal was dran gemacht werden. Ansonsten ist das alles schon ziemlich cool. Und falls wir tatsächlich mal ein zweites Gruppenset kriegen, dann wäre ich wahnsinnig glücklich. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin wahnsinnig froh, dass das drin ist. Ich muss kein RMT mehr machen, das freut mich. Ich hoffe, dass scheint die Sachen noch fix, dass ich da nicht dran muss oder irgendein anderer Modder, weil, wie gesagt, das müsste gemacht werden, weil man so nicht wirklich voll manuell spielen kann. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Das nimmt ganz groß Spielspaß weg. Und ja, wie gesagt, die Konfigurationen, die nicht so ganz passen, oder das sind ja Kleinigkeiten. Und das mit der Rückwärtsschaltung, ich kann es verstehen. Es ist okay, ich kann es verstehen. Bei RMT habe ich das ja so gemacht, dass der Rückwärtsgang auch da liegt, wo er echt auch liegen würde auf dem Schalthebel. Das hat aber viele Leute irritiert. Also von daher kann ich das verstehen, dass Steins das so gemacht hat. Das ist auch okay. Dann damit kann man theoretisch auch arbeiten. Oder man kann sich auch einfach. Das ist dann das Kleinste. Wenn man irgendwie sich nur ein Skript basteln muss, wo die Belegung nochmal anders macht, das ist das kleinste Problem. Also das kriegen wir hin.
Das ist, da bin ich positiv. Also im Großen und Ganzen bin ich heute tatsächlich fast ein bisschen positiver als gestern, weil wie gesagt, das mit dem Sound sich schon ein bisschen besser anhört und ich habe jetzt auch genug Zeit gehabt, um heute drüber nachzudenken, heute Nacht, ne, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das funktioniert und warum der Schlepper anhält, wenn ich vom Gas gehe. Da ist wirklich eine Bremsung, die da aktiv wird und von daher, ja, ich hoffe einfach mal, dass das gefixt wird. So, das ist mein Fazit der ganzen Sache und ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und dass es euch ein bisschen weitergeholfen hat, ne? Vielleicht als Kaufentscheidung, falls ihr euch noch nicht gekauft habt oder generell einfach nur, um so ein bisschen quasi eine Meinung von jemandem zu hören, der sich sehr viel mit Getrieben beschäftigt hat. Das ist jedenfalls meine Meinung zu dieser ganzen Sache und ja, ich würde mal sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!